4616 zu 32. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der HDI Arena. Zweifellos darf sich Hannover nicht darüber beschweren, mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Kabine gegangen zu sein, schließlich hat Frankfurt einige Chancen auf die Führung vergeben. Die Heimfans sehen jedoch ein Doll-Team, das im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz ordentlich mitspielt und sich gegenüber der Vorwoche klar verbessert zeigt. Deshalb wurden die Roten auch mit Applaus in die Halbzeit verabschiedet. Kann der gute Auftritt nach der Pause fortgeführt werden? 4616 zu 32 Anpfiff 2. Halbzeit 4516 zu 17 Halbzeitfazit. Die eröffnende Sonntagsparty in der Bundesliga zwischen Hannover 96 und der SG Eintracht Frankfurt ist zur Pause noch torlos. Obwohl das Kellerkind spielerisch erfrischend loslegte, hatte der Elfvertreter schon nach 4 Minuten eine hundertprozentige Chance, als Jovic nach Antons Ausrutscher völlig unbedrängt aus 18 Metern in Essers Hände lupfte. Davon zeigte sich die Doll-Truppe beeindruckt und schaffte es in der Folge nur noch selten in das letzte Felddrittel. Die Hessen erarbeiteten sich durch einen Haller-Flanke vor den verwaisten 96 Carsten, 9. und einen Kopfball durch Da Costa, 15. weitere Gelegenheiten in Führung zu gehen. Sie blieben noch etwas länger die dominierende Mannschaft, doch nach einer halben Stunde baute der Tabellenvorletzte seine Spielanteile aus und kam zu ein paar Kontakten im gegnerischen 16er, ohne Trapp herausfordern zu können. Die Schlussphase gehörte dann wieder der Hütter-Truppe. Jovic fand seinen Meister noch zwei weitere Male in Hannovers Schlussmann Esser 41 und 42. Bis gleich, 4416 zu 15 Weidern rasselt im Rahmen eines Zweikampfs mit Hasebe zusammen. Die Beteiligten bleiben daraufhin für etwa 30 Sekunden mit Schmerzen am Boden liegen, können aber ohne Behandlung weitermachen. 4216 zu 11 Jovic scheitert zum dritten Mal an Esser. Im Rahmen eines Frankfurter Gegenstoßes schickt Rebic den besten Torschützen der Bundesliga in die halbrechte Spur. Aus leicht spitzem Winkel und gut 14 Metern zieht Jovic in Richtung linker Ecke ab. Esser ist erneut schnell unten und wehrt ab. 4116 zu 10 Jovic aus der zweiten Reihe. Der Serbe wird im Zentrum durch einen Querpass von Dicker in Szene gesetzt und packt aus gut 20 Metern einen wuchtigen Rechtsschuss aus, der für die linke Ecke bestimmt ist. Esser schnappt sich die Kugel im Nachfassen. 4016 zu 10. Nach zwei härteren Fouls im Mittelfeld hat Referee Fritz über die erste persönliche Strafe sicherlich nachgedacht, doch wegen der grundsätzlichen Fairness, die bisher vorherrscht, verzichtet er noch auf die erste gelbe Karte. 3816-07 Hinteregger aus spitzem Winkel. In den Nachwehen einer Ecke setzt sich der Österreicher an der linken Grundlinie gegen den schwachen 96-Kapitän Anton durch. Sein flacher Pass nach innen wird abgefälscht und fliegt auf die kurze Ecke. Dort ist Esser zur Stelle. 3516-05 Müllers Seitfallzieher geht schief. Der Leihspieler aus Frankfurt ist Adressat einer halbhohen Asano-Flanke vom rechten Flügel. Müller setzt vom 11-Meter-Punkt zu einer Direktabnahme an. Er trifft das Leder nicht richtig, so dass es ins linke Tor rauskullert. 3416-04 Felipes Monstergritsche bewegt sich am Rande des Erlaubten. Nach einem Stockfehler von Anton will Haller den freien Ball an der halblinken 16er-Kante vor dem Brasilianer erobern. Der kommt mit einem einfachen Sprint nicht mehr rechtzeitig und probiert es deshalb mit einer Gritsche. Mit viel Glück trifft nur die Kugel und nicht die Beine des Franzosen. 3316-02 Felipe kommt an Schweglers Ecke von der rechten Fahne zwar mit dem Kopf heran, wird aber eng von Haller bewacht und ist deshalb nicht in der Lage, Druck hinter die Kugel zu bringen.
Im zweiten Anlauf können die Gäste klären. 3116.01 Hannover befindet sich nach einer guten halben Stunde auf einem besseren Weg, taucht nun wieder deutlich häufiger um und im 16er der Hessen auf. Denen mangelt es gerade am Zugriff im Mittelfeld, zudem haben Jovic und Co. vorne aktuell wenig zu melden. 2915:58 Haraguchi findet seinen Landsmann Asano mit einem Steilpass an der rechten Strafraumlinie. Die Flanke vor den zweiten Pfosten ist für Weidand bestimmt, aber viel zu hoch angesetzt und daher für den Angreifer unerreichbar. 2715:57 Asano nimmt nach längerer Pause mal wieder Fahrt auf, rennt nach gutem ersten Kontakt an der Mittellinie an, Dicker vorbei und auf Hinteregger zu. Der führt einen exzellenten Zweikampf, in dessen Rahmen er dem Japaner das Leder abnimmt. 2515:54 Esser vor Rebic. Der Kroate wird von Touré aus dem Mittelfeld in den halbrechten Offensivkorridor geschickt. Hannovers Keeper hat seinen Kasten rechtzeitig verlassen und rettet am Strafraumeck mit einer sauberen Grätsche. 2315:53. Die Ausführung des Schweizers wird unweit des Elfmeterpunkts von Hinteregger mit dem Kopf erreicht und aus der Gefahrenzone befördert. SBE-Schlussmann Trapp erlebt bisher einen ziemlich ruhigen Nachmittag. 2215:52 nach Hintereggers Foul an Schwegler bekommen die Hausherren einen Freistoß auf der rechten Außenbahn zugesprochen. 2015:50 Die Stimmung in der HDI-Arena ist bisher ziemlich positiv. Trotz der schwierigen tabellarischen Lage werden die Roten gerade von sehr vielen Heimfans sehr lautstark unterstützt. Diese erkennen, dass die Einstellung der 11 Akteure auf dem Rasen heute stimmt. 1715:45 Schwegler kommt einen Schritt zu spät. Weidand bricht auf dem linken Flügel durch und gibt von der Grundlinie auf den Elfmeterpunkt. Dort stößt der Schweizer in den freien Raum und will mit dem rechten Fuß vollenden. Letztlich kommt er knapp nicht heran. 1515:44. Die hat es in sich. Da Costa verlängert die Hereingabe von der rechten Fahne vom ersten Pfosten mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Aus gut 6 Metern segelt das Leder nicht weit an der linken Stange vorbei. 1415:44 Haller wird auf der rechten 16er Seite durch ein hohes Rode-Anspiel in Szene gesetzt. Der Franzose braucht etwas zu lange, um die Kugel zu kontrollieren und wird von Anton auf Kosten einer Ecke gestoppt. 1215:42 Frankfurt hat hier dann doch recht schnell das Kommando übernommen und ist beinahe mit jedem Vorstoß gefährlich. Hannover hingegen schafft es nur noch selten über die Mittellinie, schenkt viele Bälle im Mittelfeld her. 915:38 Bakalorz rettet vor Rebic. Haller wird auf die rechte Außenbahn geschickt, woraufhin es aber ohne jede Not den 16er verlässt. Der Franzose legt sich die Kugel rechts am Keeper vorbei und flankt vor den Kasten. Rebic will aus 9 Metern in den verwaisten Kasten nicken, doch Bakalorz ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle und klärt per Kopf. 715:37 Das Leutteam hat vielversprechend begonnen, wirkt aber etwas verunsichert, nachdem es knapp an einem frühen Rückstand vorbeigeschrammt ist. Da die SGE auch noch nicht richtig im Spiel angekommen ist, kommt dieses noch recht zerfahren daher. 415:34 Jovic lässt die erste Riesenchance ungenutzt. Felipe spielt das Leder zurück zu Anton, der als letzter Mann 40 Meter vor dem Hannoveraner Kasten ausrutscht und dem Serben damit die Möglichkeit gibt, allein auf Esser zuzulaufen. Jovic will den Keeper aus 18 Metern mit einem Lupfer überwinden, doch der ist etwas zu niedrig angesetzt und wird von Esser gefangen. 315:32 Adi Hütter baut nach dem 4:1 Heimerfolg gegen den FK Shakhtar Donetsk zweimal um.
David Abraham und Mijat Gacinovic, beide auf der Bank, machen Platz für Amami Touré und Ante Rebic, 215:31. Thomas Doll hat im Vergleich zur 0:3 Auswärtsniederlage bei 1899 Hoffenheim 3 personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Julian Korb, Jonathan Weide auf der Bank und Wallace Gelbsperre beginnen Pirmin Schwegler, Takuma Asano und Hendrik Weidand, 115:30 H96 vs. SBE. Der Bundesliga-Sonntag ist eröffnet, 15:29 Uhr. Makoto Hasebe gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Waldemar Anton. Damit stoßen die Hausherren an, 15:28 Uhr bei frühlingsartigem Wetter betreten die 22 Akteure den Rasen, 15:13 Uhr mit der Regeldurchsetzung im 54. Bundesliga-Duell zwischen Niedersachsen und Hessen wurde ein Schiedsrichtergespann beauftragt, das von Marco Fritz angeführt wird. Der 41-jährige Bankkaufmann steht in Diensten des SV Bräuningsweiler aus dem Württembergischen Fußballverband und ist zur Saison 2009-2010 in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Dominik Schaal und Marcel Pellgrim, als vierter Offizieller verdingt sich Florian Badstübner, 15:05 Uhr, in der Bundesliga gibt es keinen Gegner, den man im Vorbeigehen schlagen kann. Wir freuen uns auf das Spiel und haben die Chance, mit einem Auswärtssieg voranzukommen, weil sich viele Konkurrenten in direkten Duellen begegnen. Wir müssen wieder zu einer guten Einstellung finden. Ich wünsche mir auch, dass wir den Schwung aus der Europa League mitnehmen und frisch sind, hofft Adi Hütter, dass sein Team ähnlich glänzen kann wie im Hinspiel, als 96 leicht und locker mit 4:1 geschlagen wurde. 15 Uhr in der Bundesliga kommen die Hessen im Kalenderjahr 2019 nicht so richtig. Stelle. Sie sind in der Rückrunde zwar noch ungeschlagen, doch dem 3:1 Heimsieg gegen den SC Freiburg zum Auftakt folgten beim SV Werder Bremen 2:2 gegen Borussia Dortmund, 1:1 beim RB Leipzig 0:0 und gegen Borussia Mönchengladbach 1:1. Unentschieden gegen ambitionierte Vereine aus der oberen Tabellenhälfte. Um den formstarken Clubs aus Wolfsburg und Leverkusen auf den Fersen zu bleiben, muss die SGE aus Hannover 3 Punkte entführen, 14:56 Uhr. Die SG Eintracht Frankfurt dürfte mit bester Laune in die Landeshauptstadt Niedersachsens gereist sein, schließlich feierte sie vor 3 Tagen den größten Europapokalerfolg seit der Saison 1994-1995. Nach dem unglücklichen 2:2 Unentschieden in Kharkiv schlug sie den aus der Champions League abgestiegenen FK Shakhtar Donetsk in der heimischen Commerzbank Arena durch die Treffer von Jovic, 23. Haller, 27. Strafstoß und 80. und Ante Rebic, 88. mit 4:1 und bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem FC Internazionale Milano zu tun, 14:50 Uhr. Wir müssen im Defensivverhalten generell ein anderes Gesicht zeigen. Das war viel zu wenig, das war auch Schwerpunkt diese Woche. Es muss viel mehr aus dem Innenleben herauskommen, sich auch gegenseitig anmachen, sich auch provozieren, eine eigene Meinung vertreten, ohne Angst zu haben, dass der eine einen vielleicht nicht mehr mag. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend bei einer Mannschaft, die unten drin ist, beschreibt Thomas Doll die Bereiche, in denen er eine Steigerung erwartet. 14:45 Uhr. Obwohl die Niedersachsen 10 ihrer 14 Zähler in der HDI Arena geholt haben, stellen sie die schwächste Heimmannschaft der Bundesliga. Auch wenn in den nächsten Wochen nach der SG Eintracht Frankfurt mit Bayer Leverkusen, dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach schwierige Aufgaben vor eigenem Publikum anstehen, muss der Grundstein für den Klassenerhalt hier gelegt werden. Es wäre wohl schon ein Erfolg, sollten die Roten Platz 16 und damit die Relegation erreichen. 14:41 Uhr. Thomas Doll hat bisher 3 Partien als Trainer von Hannover 96 verantwortet, mit einem Sieg und 2 Niederlagen in die Bilanz durchwachsen.
Infolge der 0:3 Heimpleite gegen den RB Leipzig konnte der über 75 Minuten in Unterzahl agierende 1. FC Nürnberg vor heimischer Kulisse mit 2:0 bezwungen werden. Am letzten Samstag war sie in Sinsheim bei 1899 Hoffenheim völlig chancenlos und mit der nächsten 0:3 Niederlage sogar noch gut bedient. Den ganz großen Effekt des Wechsels auf der Position des Übungsleiters hat es noch nicht gegeben. 14:35 Uhr Tabellenkeller-Tristesse gegen Europapokal-Euphorie, wenn sich Rote und Adlerträger ab 15:30 Uhr zum 54. Mal in der deutschen Eliteklasse duellieren, treffen Gefühlswelten aufeinander, die viel unterschiedlicher nicht sein könnten, während Hannover in der zweiten Saison nach dem direkten Wiederaufstieg erneut unaufhaltsam auf dem Weg in Richtung 2. Bundesliga zu sein scheint, ist Frankfurt zwar vorerst aus den internationalen Rängen gerutscht, hat in der Europa League am Donnerstag aber das nächste große Fest gefeiert. 14:30 Uhr ein herzliches Willkommen aus der HDI Arena. In der drittletzten Partie des 23. Bundesliga-Spieltags stehen sich Hannover 96 und die SG Eintracht Frankfurt gegenüber. Punkt. Feiert der Tabellenvorletzte aus Niedersachsen den zweiten Sieg unter Thomas Doll oder wird der Europa-League-Achtelfinalist aus Hessen seiner Favoritenrolle gerecht?